Unser nächster Sprecher spricht britisches Englisch. Er schreibt Bücher. Und er spricht über diese Bücher. Er ist ein Wirtschaftswissenschaftler. Und ein Teil des bedingungslosen Grundeinkommensnetzwerks weltweit, welches seine 18. Konferenz dieses Jahr hatte. Von 1986. 32 Jahre hart dabei. Allow me to introduce Guy Standing, talking about the precariat, a disruptive class. Erlaubt mir, euch vorzustellen, das Prekariat, eine disruptive Klasse in disruptiven Zeiten. Thank you. Danke. In a book, in einem Buch, das ich 2011 geschrieben habe, auf der ersten Seite, sagte ich, wenn die Unsicherheiten und die Ängste und die Träume des Prekariats sind so dringend wie, würden wir das Erwachen eines politischen Monsters sehen. Ihr seid nicht überrascht, dass im November 2016 bekam ich viele E-Mails aus der ganzen Welt von Menschen, die gesagt haben, dass das Monster angekommen ist. Heute, ironischerweise, hier in Deutschland. Er ist in Deutschland, seine Truppen zu inspizieren. Einige Amerikaner möchten vielleicht, dass er in Deutschland bleibt. Über wen ich heute sprechen werde, da ist etwas, ein Abenteuer, das ich so noch nicht hatte. Dieses Buch wurde 24 Sprachen veröffentlicht und ich habe überall auf der Welt in über 500 Orten geredet, in irgendwie 40 Ländern. Und der Grund ist nicht das Buch, sondern der Fakt, dass das globale Prekariat wächst. Und das überall auf der Welt. Und ich will über einige der Hintergründe reden, dieser aufrührerischen, disruptiven Klasse, weil ich denke, dass da eine Resonanz ist mit dieser Konferenz und ähnlichen Events, die stattfinden. Weil, so wie ich als Wirtschaftswissenschaftler, laufe ich hier morgens halt rum und denke, das hier ist die Zukunft. Ihr seid die Zukunft, wenn wir überhaupt eine Zukunft haben. Aber das liegt dann an euch, diese Zukunft zu definieren. Und das meine ich sehr ernst. Wir sind in der Mitte einer globalen Verwandlung. Die PolitikwissenschaftlerInnen unter euch verstehen vielleicht, dass Karl Polanyi 1944 ein großes Buch geschrieben hat namens Die große Verwandlung. Und sein Buch war grundsätzlich darüber, was im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert passiert ist. Er beschreibt die aus Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg als eine uneingebettete Phase der großen Transformation. Sie war von Finanzkapital dominiert, von Laissez-faire-Ökonomie, Wirtschaft und einer technologischen Revolution, die damals vor sich ging. Es ging vor sich, wo die dominanten Gruppen waren, herum um Imperialismus, globale Finanz und so. Und in dieser nicht eingebetteten Phase haben sich Unsicherheiten verstärkt, Ungleichheiten wurden schlimmer mit Einkommen und mit Eigentum. Und in diesem Prozess entstand eine neue Klasse, eine neue Klassenstruktur, in der die Bourgeoisie mit der Bürgerschaft mit einer
sich verhärten, mit einem sich verhärten Proletariat konfrontiert wurde. Das waren die Verlierer von zwei Weltkriegen und der großen Depression. Und wir hatten, was Polanyi eine Bedrohung der Vernichtung der Zivilisation genannt hatte. Wir alle wussten, was passiert ist. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg kam eine neue eingebettete Phase seiner großen Verwandlung, in der Finanzen gezähmt wurden, in der Sozialdemokratie die dominante Kraft, arbeitsbasierte Unsicherheiten wurden reduziert, Ungleichheiten wurden reduziert und wir hatten eine Periode, in der globaler Handel gewachsen ist, aber mit gleichartigen Standards in den industrialisierten kapitalistischen Ländern. Aber da waren einfach Widersprüche in dieser eingebetteten Phase der großen Verwandlung. Es wurde inflationär, es wurde langsam, es war keine goldene Zeit, es war kein goldenes Zeitalter. Die 1968, die Aufstände, die Revolten gegen das System provoziert haben. Es war eine Periode der Traurigkeit in viele Wege. Wenn Vollzeit stabile Arbeitsplätze das Nirvana sind. Aber das ist halt einschränkend für die menschlichen Kreativitäten. Es schränkt subversives Denken ein. Es war eine Zeit, in der viele Verbesserungen waren, aber da waren auch so Grenzen drin. Wie wir alle wissen, war diese ganz große Verwandlung ist zusammengebrochen in den 1970ern und 1980ern und danach kam wieder eine nicht eingebettete Phase, eine ausgebettete Phase der globalen Verwandlung und diese Phase wurde wieder dominiert von Neoliberalismus in der Wirtschaftswissenschaften beim Erstehung von PolitikerInnen wie Margaret Thatcher, Ronald Reagan, die diese neoliberalen Ideen in die Praxis umgesetzt haben, wurde dominiert von der Entstehung von US-beherrschten Finanzinstitutionen wie Goldman Sachs, die große Regenschirme über die ganze Welt waren. Eine neue technologische Revolution, mit der wir uns heute alle auseinandersetzen müssen. Meine Geschichte, der wichtigste Aspekt der neue technologischen Aspekte, die Veränderung der Produktion und der Arbeitsverhältnisse, über Arbeit. Wir sehen um die ganze Welt, in jedem Land, eine Veränderung, wo die Einkommen immer mehr zum Kapital wandern und weniger zur Arbeit. Ein Phänomen, was es auf der ganzen Welt gibt. Eine technologische Revolution meint auch, dass Kapitalströme sich stark verstärken. Und wir haben einige andere interessante Veränderungen, zu denen ich gleich komme. Ungleichheiten haben sich verstärkt. Unsicherheiten sind unglaublich angewachsen in der ganzen Welt. Wir haben eine neue goldene Zeit für die Höchsten und die Niedrigsten. Das neue goldene Zeitalter kommt mit unglaublicher technologischer Revolution einher. Die geopolitische Kraft hat sich neu ausgerichtet, die so heute so wichtig ist. Wir haben heute sind weggekommen vom Neoliberalismus der 80er und 90er. Der Knackpunkt kam 1994, als CRIPS eingeführt wurde. CRIPS behandelt das Urheberrecht und Intellectual Property.
Und was das heißt, ist, dass das amerikanische System von Copyright, Urheberrecht, Markensystem, Handelssystem eingeführt wurde. Wir haben also nun ein System, wo ein Viertel des Weltbruttoinlandprodukts basiert auf Urheberrechten. Und dieses System wird von großen, mächtigen Firmen benutzt, zum Beispiel von der großen Gesundheitssystem. Dann haben wir ein großes Finanzsystem und vor allem das große Technologiefirmen-System. Und diese großen Technologiefirmen nehmen sich einen ganz großen Anteil von dem Kapital, was in der Welt vorhanden ist. Es ist kein freier Markt mehr. Das ist der unfreiste Markt, den es jemals gab, wo mehr und mehr des Einkommens an die Elite geht, die den Besitz haben an den Firmen, ob das jetzt Finanzfirmen sind oder andere Firmen, und sozusagen nicht an die Arbeiter. Wir haben einen Zusammenbruch des Finanzsystems des 20. Jahrhunderts, das ist zusammengebrochen. Der Reallohn bleibt stabil, das heißt, er stagniert auch. Seit 3 Jahrzehnten steigt der Reallohn nicht mehr. In den Vereinigten Staaten sinken sogar die Reallöhne verglichen zum Jahr 1980. Die Implikationen sind dramatisch. Und als Resultat haben wir nun ein neues Klassensystem in der Welt. Und dieses Klassensystem hat eine 0,1% Elite ganz oben, die Multimilliardäre, die Welt bereisen als Weltbürger, die immer mehr und mehr Einkommen auf sich vereinen. Zum Beispiel Jeff Bezos, Gründer von Amazon. Sein Einkommen steigt um 400 Millionen Dollar jede Woche. Das ist obszön. Obszönität multipliziert. Diese Plutokratie ist natürlich nun auch repräsentiert im Weißen Haus als deren Sprecher. Wir haben andere Plutokraten, die unsere Politik manipuliert, unsere Technologien manipuliert und unser gemeines Volk manipuliert. Und unter der Plutokratie, diesen 0,1%, ist eine Elite, die den Plutokraten dienen. Die machen auch viele Millionen Dollar Einkommen und verdienen viel. Aber ganz ehrlich, wir müssen uns nicht für sie schlecht fühlen. Als ich Student war, wurde uns gesagt, dass, und glaubten wir, dass am Ende des 20. Jahrhunderts der Großteil von uns würde Teil des Salariats sein. Stabile Arbeitsverhältnisse mit bezahltem Urlaub, bezahlter Gesundheitsversorgung, bezahlter Rente. Das einzige Problem war, diese Klasse ist geschrumpft überall in der Welt. Heute, viele von uns haben Angst um ihre Kinder und Enkelkinder, denn sie werden nicht so wie wir sein. Darunter, ganz knapp darunter, unter dem Salariat gibt es die Professionellen, die Techniker. Viele von euch sind Teil dieser Professionellen, aber seid vorsichtig. Diese Menschen, diese Leute wollen keine Vollzeitbeschäftigung, stabile Beschäftigung. Sie wollen nicht Ja und Nein sagen zu einem Chef. Die verdienen gut Geld. Sie rennen rum oder mit ihren Laptops oder was auch immer über ihren Schultern. Sie machen gut Geld. Sie machen genug Geld. Fügen sich. Aber sie sollten Angst haben um ihr Burnout.
Sie sollten Angst haben vor dieser Krankheit und sie mit 28,5 zu bekommen oder so ungefähr. Die Professionellen helfen dabei, die Optionen der Zukunft, die technischen Optionen der Zukunft zu finden. Aber sie dürfen nicht die Verantwortung verlieren, indem sie egoistisch und narzisstisch und egoistisch sind, um persönlichen Reichtum anzuhäufen. Es ist eine Schwierigkeit, das auszubalancieren. Sie haben die Professionalität, sie haben die Fähigkeiten, sie haben das Wissen und sie wissen, was los ist. Unter ihnen, unter diesen Gruppen, ist das alte Proletariat, die alte Arbeiterklasse. Sie verschwinden überall. Das sind die, die Sozialdemokratie eingeführt haben, die Gewerkschaften eingeführt haben, alle internationalen Arbeiterorganisationen sind von ihnen geschaffen worden, aber sie schrumpfen. Und mit dieser Schrumpfung schrumpft auch der politische Einfluss. Die sind laufende Tote. Sie sind nicht die Zukunft. Sie haben viele gute Dinge getan in dem 20. Jahrhundert. Ich möchte sie nicht kleinreden, aber sie sind nicht die Zukunft. Unter der Arbeiterklasse, wenn es um Einkommen geht, ist das Prekariat. Das Prekariat kann definiert werden in drei Dimensionen. Die erste Dimension ist, wenn du im Prekariat bist, wird dir gesagt und habituiert, dass man ein Leben unstabile Arbeitsverhältnisse akzeptieren muss, unsichere Arbeitsverhältnisse. Du hast kein Arbeitsnarrativ, keine Arbeitsbiografie, keine Identität, die auf der Arbeit basiert. Morgen musst du was anderes sein. Du musst viel arbeiten, damit du arbeiten kannst. Arbeit, die nicht anerkannt wird, die nicht bezahlt wird, die nicht in Statistiken gesehen wird. Aber du musst das auf jeden Fall machen, sonst wirst du einen Preis bezahlen. Im Prekariat zu sein, im Prekariat weißt du nicht, was das Beste ist, um mit deiner Zeit zu tun. Soll ich mehr networken? Soll ich das machen? Mehr trainieren? Soll ich zu einer Konferenz gehen? Soll ich dies machen? Soll ich das machen? Muss ich auf mein Baby aufpassen? Wie soll ich meine Miete bezahlen? Und sie leiden unter einer Art prekarisiertem Geist. Du bist immer angespannt. Du lächelst dabei, aber immer dann und wann siehst du deine Freunde, wie deine Freunde umkippen und kollabieren. So fühlt es sich an für viele Leute. Jeden Tag bekomme ich E-Mails von Leuten aus verschiedenen Orten auf der Welt, die mir erklären wollen, was ihre Erfahrung ist. Manchmal werde ich dabei richtig sauer. Manchmal muss ich einfach nur heulen. Aber die Schmerzen draußen sind Teil des Prozesses der Befreiung, aus dem Opfersein. Es geht um Leute, die versuchen, Sinn zu kreieren, aus einem Leben in Unsicherheit. Menschen im Prekariat haben Meistens ist es so, dass Menschen aus dem Prekariat eine höhere Bildung haben als die Arbeit, die sie machen. Die letzte Dimension, dritte Dimension im Prekariat ist, dass Menschen im Prekariat meistens Lohnarbeit machen. Sie müssen arbeiten, um ihr Geld zu verdienen, und sie verdienen ihr allermeistes Geld einfach aus direkter Arbeit. Sie haben keine Pension, keine Mieteinnahmen. Sie müssen von ihrem Lohn leben, von Lohn zu Lohn. Sie haben keine weiteren Einkünfte. Und ihr Einkommen ist sehr volatil. Das heißt, mal haben sie Einkommen, mal haben sie kein Einkommen, je nachdem, ob sie arbeiten oder nicht. Die Verteilungsfrage ist also nun, dass die allermeisten Leute im Prekariat genau auf dem Level leben, wo sie Schulden haben, die sie gerade nicht abzahlen können.
eine schlechte Entscheidung, ein Unglück und man könnte von der Klippe fallen und sozusagen dann in die Grube fallen, wo man dann außerhalb von der Gesellschaft fällt, wo man dann keine Stimme mehr hat und keine Teilhabe mehr hat an der Gesellschaft. Ein Aspekt ist, dass man die Sozialsysteme mehr auf die Armen dass das Sozialsystem sich verändert, dass die Armen weniger bekommen und zum Beispiel und Leute kommen dann zu Hartz IV oder dem Äquivalent in anderen Ländern, wo du dich benehmen musst, wie der Staat es dir sagt. Es gibt nicht genug Leute, die wissen, was da unten passiert, unten im Arbeitsmarkt. Die Unwürdigkeiten, die da mitgehen, der Scham, das Stigma, die Armutsfallen, wo, wenn du ein bisschen was kriegst und dann vielleicht einen Niedriglohnjob, dann verlierst du die ganzen Benefits, die du vom Low-Wage-Job dann kriegst. Da gibt es eine kleine Steuern, so 80% in Deutschland, Britannien, Dänemark. Wenn die Mittelklasse solche Steuerunterschiede akzeptieren müssten, dann gäbe es halt Aufstände in der Straße, aber das wird von dem Prekariat erwartet. Das ist nicht lustig. Und dazu, und was ich glaube, was noch am wichtigsten ist über das Prekariat, es gibt bestimmte Beziehungen zum Staat, den Institutionen der Gesellschaft und der Regierung. Das Prekariat verliert ihre Bürgerrechte, oft ohne es zu bemerken, verlieren sie Rechte, weil sie nicht zu Organisationen gehören, können, die ihre kulturelle Identität repräsentieren. Sie verlieren Bürgerrechte, weil sie nicht auf den Rechtsstaat zugreifen können. Sie verlieren soziale Rechte, weil sie keinen Zugang zu Benefits, zu Vorteilen und Diensten. Sie verlieren ökonomische Rechte. Sie können nicht praktizieren, was sie tun könnten, was sie qualifiziert zu sind. Und sie verlieren alle politische Rechte, weil dort draußen nicht irgendwelche PolitikerInnen sehen oder politische Parteien, die sie, wie sie sind, repräsentieren und was sie sein wollen. Und in diesem Kontext habe ich das Prekariat heute beschrieben, in einem sehr marxistischen Begriff. Es ist eine Klasse, die gerade geschaffen wird. Die ist noch nicht jetzt für sich selber eine Klasse. Und was ich damit meine ist, dass während Millionen von Menschen diese objektiven Charakteristiken des Prekariats teilen, haben sie verschiedenes Bewusstsein darüber, was das ist. Und du kannst das Prekariat teilen in drei Gruppen. Die erste nenne ich die Atavisten. Das sind die, die nicht viel Bildung haben, aber ihre Eltern, ihre Familien und ihre Gemeinschaften waren mal im Proletariat, waren mal Arbeiterklasse und waren Stahlarbeiter, Autoarbeiter und so weiter und so fort. Diese Gruppe verbinden ihre Verluste mit einem verlorenen Gestern, das vielleicht wahr ist oder nicht. Und sie wollen dieses Gestern wiederhaben. Und diese Gruppe unterstützt die Donald Trumps. Diese Gruppe unterstützte Brexit in Großbritannien. Diese Gruppe unterstützt Marine Le Pen, Orban und alle Äquivalente in Deutschland und anderswo. Diese Gruppe
hat die Liga in Italien unterstützt. Lega Nord. Du kannst populistische Gruppen am rechten Flügel nennen und so weiter. Die guten, die schlechten Nachrichten sind, dass diese Gruppen sehr stark sind. Wir riskieren, dass diese Gruppe uns in ein neues dunkles politisches Zeitalter, in eine neue dunkle politische Zukunft führt, charakterisiert durch Dämonisierung von Migranten und Minderheiten, autoritären Tendenzen mit zerstörerischen, bösen Ergebnissen. Aber es gibt auch gute. Aus meiner Sicht haben sie ihren Höhepunkt erreicht, von der Größe her gesehen. Die werden die anderen Gruppen nicht in die gleiche Richtung leiten. Die zweite Gruppe im Prekariat, das sind die Vergangenheitsträumer. Das sind die Flüchtlinge, das sind Behinderte, das sind Menschen, die haben kein Zuhause. Die haben kein Zuhause dort, die haben kein Zuhause hier, aber sie träumen von einem Zuhause. Diese Gruppe weiß, dass sie ihre Rechte verliert. Sie weiß, dass diese Gruppe als Opfer gesehen wird. Aber sie wollen auch nicht Neofaschisten unterstützen. Sie halten einfach ihren Kopf runter, weil sie überleben wollen. Ab und zu gibt es eine große Wut, wenn es zu viel wird. Aber diese Gruppe sucht nach einem Zuhause. Sie sucht nach einer Zukunft. Und ihr Trauma ist, dass sie das, die Gegenwart verloren haben, aber sie hoffen auf eine bessere Zukunft. Die dritte Gruppe im Prekariat sind die Progressiven, die Fortschrittszukunftsgewandten. Das sind Millionen von Menschen, die gehen auf die Uni, die waren in der Uni, die von ihren Eltern gesagt bekommen haben, wenn du auf die Uni gehst, dann hast du eine Zukunft für dich, eine Karriere, Status, Einfluss und auch Würde. Und dann schließen sie die Uni ab und sie wissen, sie haben diese Zukunft nicht. Alles, was sie haben, sind Schulden, wenn man in den USA studiert. Und eine schlechte Berufsaufsicht. Diese Gruppe kommt ins Prekariat. Sie unterstützen keine Neofaschisten. Sie suchen nach einer Zukunft. Sie suchen nach dem politischen Paradies, finden das aber nicht. Viele Menschen auf der Konferenz hier, glaube ich, sind in dieser dritten Gruppe des Prekariats. Die schlechte Nachricht ist, dass diese Gruppe Politik verdrossen ist, denn diese Gruppe weiß, dass diese Gruppe auf zynische Art und Weise manipuliert wird durch die bis durch die oberste Elite und durch die Politik. Das Problem damit ist, dass diese Gruppe, die ihre politischen Anteil aufgibt an die anderen, wir haben dann. Die gute Nachricht ist, nach der Krise von 2008, der Finanzkrise, nach der Occupy-Bewegung, nach dem arabischen Frühling in 2011 und anderen Bewegungen nehmen wieder mehr und mehr Anteile an dieser dritten Gruppe des Prekariats wieder teil am politischen Prozess. Und sie formieren eine Agenda für die Zukunft wieder. Und ich glaube, dass wenn man sich die Vergangenheit anguckt und die Perspektive hat, dann wünsche ich mir wieder, dass ich wieder 21 wäre. Ich würde es wieder lieben, 21 zu sein. Denn wenn du 21 Jahre alt bist, dann hast du ein Vakuum vor dir, eine freie Zukunft. Du hast die Möglichkeit, deine eigene Zukunft zu schmieden auf eine aufgeklärte Art und Weise.
Zum Ende möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen, was das sein könnte. Die Gedanken sind folgende. Heute ist unser Einkommensverteilungssystem kaputt. Wir können aber auch die Vergangenheit auch nicht mehr bekommen. Deswegen müssen wir ein neues Einkommensverteilungssystem erschaffen. Wir werden nirgendwo hinkommen, wenn wir einfach nur die Reallöhne erhöhen. Aber wir werden etwas erschaffen, wenn wir uns dazu entscheiden, dass die Gesellschaft das Einkommen umverteilt von den ganz oberen hohen Einkommens an die Arbeiterklasse, an die Allgemeinheit. Und dieses Verteilungssystem müssen wir bauen, indem wir zu den Werten der Aufklärung zurückkehren. Auf der Egalité, Liberté, Fraternité oder Solidarität. Um das zu machen, glaube ich sehr, dass ein Teil dieser neuen Einkommensverteilungssystem ist, dass es ein Grundeinkommen geben muss, das alle haben als Recht. Das Grundrecht. Ich habe das Privileg, dass ich 35 Jahre dafür gearbeitet habe. Und alle können mitmachen. Viele sind Teil davon. Wir haben viele tausend Menschen oder Mitglieder. Und lange wurden wir als verrückt betrachtet. Verrückt, böse, schlecht. Aber in den letzten paar Jahren sind wir plötzlich respektabel geworden. Wenigstens toleriert. Und ich hatte das Privileg, diese viele Grundeinkommenspilotprojekte auf 4 Kontinenten zu leiten. Das größte waren in Indien. Wen das interessiert, ich habe da ein Buch drüber geschrieben, Grundeinkommen und wie wir das zum Erscheinen bringen können. Und ich rede über Indien. Es ist ein Land, das ist arm. Die Armut dort ist schrecklich. Und als wir entschieden haben, dass wir das machen, dass wir Geld mobilisieren würden, dass wir 6.000 Menschen mit Grundeinkommen versorgen würden, haben sie uns gesagt, ihr verschwendet das Geld. Die verschwenden das für Alkohol und Drogen. Und 2 Jahre später, nachdem das Pilotprojekt zu Ende war, wurden wir zurückgerufen und sie hat gesagt, sie hätte das gewusst. Was nämlich passiert ist, ist, dass als diese Menschen das Grundeinkommen bekommen haben, sie haben einfach gemacht, was wir alle machen würden. Sie haben angefangen, besseres Essen an ihre Kinder zu geben. Also hat die Gesundheit sich verbessert. Das Bildungssystem hat sich verbessert. Und generell haben alle mehr Nährstoffe zu sich genommen. Behinderte Menschen hatten plötzlich ein Grundeinkommen, mit dem sie Bürger sein konnten. Der Status von Frauen hat sich verbessert. Sanitäranlagen haben sich verbessert. Arbeit ist mehr geworden. Produktion ist mehr geworden. Wenn ihr zu diesen Dörfern geht heute, dann würdet ihr eine Transformation, eine Verwandlung sehen. Und das ist in einem armen Ort entstanden. Wir haben das auch in Afrika gemacht, mit sehr ähnlichen Ergebnissen. Wir haben das Pilotprojekt in Kanada und hoffentlich bald in Schottland. Und die Opposition in Großbritannien hat uns gebeten, einen Plan vorzubereiten, um das in Großbritannien zu machen. Wenn ihr mir vor 10 Jahren gesagt hättet, dass irgendwas davon passiert wäre, hätte ich gesagt, okay, ich muss ein bisschen zu viel geraucht haben oder ein bisschen zu viel gesoffen haben, weil ich halluziniere gerade. Aber Veränderungen können kommen, und zwar schneller, als wir das denken. Und es liegt an uns. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich habe noch ein paar Minuten, hoffe ich. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Aber ich erzähle eine Geschichte. Als
dieses Pilotprojekt in Indien gestartet hatten, kamen wir zu einem Dorf und alle jungen Frauen hatten einen Schleier vorm Gesicht. Und wir mussten aber ein Foto von denen machen, damit sie ein Grundeinkommen bekommen konnten, und mussten sie überzeugen, in eine Hütte mit anderen Frauen zu gehen, um ihre Fotos zu machen. Und 10 Monate später kam ich zu diesem selben Dorf zurück und ich habe zu einem meiner indischen Kollegen gesagt, hast du gemerkt, dass es irgendwie anders ist hier? Und er sagte, nein, wieso, ne? Und ich sagte, und nichts? Der Sanitärbereich ist besser? Nee, nein, sage ich. Keine der Frauen trägt einen Schleier. Ja, das stimmt, sagt er. Wir haben also eine der Frauen zu uns gerufen und gefragt, Entschuldigung, aber ihr habt einen Schleier getragen, jetzt nicht mehr, warum? Und sie waren ein bisschen schüchtern und sie wollten nicht unbedingt mit Ausländern reden und so weiter. Aber nach einer Weile sagte eine der jungen Frauen, dass du weißt schon, vorher mussten wir machen, was die Älteren uns gesagt haben. Und jetzt haben wir ein Grundeinkommen. Wir können machen, was wir wollen. Und da ist, es gibt noch eine bessere Geschichte in unserem namibianischen Projekt. Am Ende dieses Projektes bin ich zu einem der Orte gegangen und habe eine junge Frau gefragt, was war das Beste, um ein bedingungsloses Grundeinkommen zu haben? Was ist das Beste? Und wir sprachen miteinander und haben gelacht und gekichert. Und wieder zu einem Fremden zu sprechen ist komisch. Und eine der jungen Frauen sagte, wissen Sie was? Vorher, wenn die Männer von den Feldern kamen am Ende des Monats, mit dem Gehalt in der Tasche, mussten wir sagen, ja. Und jetzt haben wir ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und wir sagen nein. Das ist Emanzipation. Und wenn man eine Analogie in Deutschland oder Großbritannien benutzen kann, diese Fähigkeit, Nein zu sagen zu Ausbeutung und Unterdrückung, ist ein fundamentaler Part auf progressive Agenda im 21. Jahrhundert. Wir müssen einen Weg finden, um die Leute zu befreien, um Nein zu sagen und um Ja zu sagen. Um Ja zu sagen, um für die Fähigkeit zu helfen, um Dinge zu tun, um uns zu kümmern, um teilzuhaben in den ökologischen Teilen des Lebens. Und ich denke, es wird helfen in beiden Aspekten. In diesem Zusammenhang möchte ich abschließen, Grundeinkommen ist kein Allheilmittel. Es muss Teil eines Systems sein. Wir brauchen neue Formen der Arbeit, des Lebens und des Arbeitens. Wir müssen realisieren, dass heute die neuen Technologien haben das die Möglichkeit, uns zu befreien, um uns von Arbeit zu befreien, damit wir mehr Arbeit können. Viele Sprachen unterscheiden darin zwischen Arbeit und bezahlter Arbeit. Heute denken wir, dass nur bezahlte Arbeit als Arbeit zählt. Ich habe niemals härter gearbeitet, seitdem ich aufgehört habe, bezahlt zu arbeiten und einen Job zu haben. Seitdem arbeite ich härter. Und was wir tun müssen, ist, die Politiker zu überzeugen und die Sozialwissenschaftler zu überzeugen, dass sie ihre Art des Denkens ändern müssen darüber, was Arbeit ist und was keine Arbeit ist. Jeder Feminist, und wir sollten alle Feministen sein, sollte fordern, dass diese Konzepte geändert werden. So meint es, denn so
wird die Arbeit von Frauen nicht anerkannt. Die meiste Arbeit von Frauen, es ist Quatsch und es ist sexistisch und es ist dämlich und es ist zufällig. Für mich. Bekommt das ganze Thema eine neue Dimension, denn seitdem das Prekariat wächst, denn im Prekariat muss sehr viel arbeiten, unbezahlt arbeiten. Und du wirst so behandelt, als wärst du faul. Aber es gibt eine wunderbare neue Möglichkeit. Wir alle wissen oder sollten wissen, dass wir bedroht werden, vernichtet zu werden. Vernichtung durch die Greenhouse-Gases und Umweltverschmutzung und Privatisierung unserer Städte und Innenstädte. Unsere Verlieren unserer Natur, unserer Städte, unserer ökologischen Natur. Und wir wissen das. Es ist die Nummer eins, die erste, die wichtigste Krise, die uns auf uns zukommt. Wir brauchen keine Klimaveränderungswissenschaftler. Wir wissen, was da passiert. In den Polen passiert nichts. Wir brauchen große Kohlenstoffsteuern, große Kohlenstoffsteuern, CO2-Steuern. Aber es gibt zwei Probleme. Erstens, Steuern sind unbeliebt. Und zweitens, wenn du nur eine CO2-Steuer aufbaust, dann verschlimmert sich die Ungleichheit, weil arme Leute proportional mehr bezahlen als reiche Menschen. Also müssen wir eine CO2-Taxe, Steuer mit einer CO2-Dividende kombinieren, sodass die Erlöse für der CO2-Steuern recycelt werden, wieder benutzt werden für, ihr wisst schon wofür, als Grundeinkommen. Die Grundsteuer kann in großen Teilen von einer CO2-Steuer bezahlt werden in der Zukunft. Und dafür bringt uns diese Perspektive zu einem Gedanken, dass wir ökologisches Überleben weiterbringen können, Sicherheit und Emanzipation. Und wir können tun, was jede transformative Klasse tun sollte. Das Prekariat ist eine verändernde Klasse, eine transformative Klasse, weil sie intuitiv die Bedingungen, die ihre Existenz hervorrufen, beseitigen wollen und also sich selber beseitigen will. Wir können das schaffen. Vielen Dank. Thanks very much. They say on Congress every time, every year we have a system that we don't want to use anymore. Okay, you have been, ihr habt den Talk das Prekariat, eine aufrührerische Klasse für aufrührende Zeiten gehört, in der Übersetzung von Siri, Guyen und Mokmok. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne auf Twitter mit dem Hashtag, Hashtag C3T. Auf Twitter natürlich. Wir wünschen euch einen tollen Kongress. Denkt dran, auf euch aufzupassen. Immer schön trinken, ausreichend essen und irgendwann noch schlafen gehen. Brilliant. Bis zum nächsten Talk. So, here. Hello. Hi. So, I was wondering. Ich habe mich gefragt. You mentioned basic income and you connected it with carbon taxes. Sie haben das bedingungslose Grundeinkommen mit CO2-Steuern verbunden. Welche anderen Strategien kann es? Other systemic issues we have. Systemische Probleme especially in regards to land. Wenn es um Land geht. Which to me, you mentioned different type of property. But I think that land today is the proxy to access to all the other Land values. Land ist der Proxy, so andere Arten von Reichtum oder Wert zu bekommen. Vielen Dank. Ich habe ein neues Buch, was demnächst reinkommt.
Oh, ein neues Buch, was das räuberische Ausrauben von Allmende. Wenn Sie daran an die Allmende denken, eine die natürlichen Allmende, die sozialen Allmende, Land, Wasser, Luft und so weiter. Wir haben die Privatisierung erlaubt und die Kolonialisierung der Allmende erlaubt, um für Profit von unseren Allmenden. Und dafür brauchen wir. Wir wollen die Verteilung der Gewinne aus den Allmende wieder zurückhaben. Deswegen möchte ich eine Steuer auf den Wert von Land. Und es muss Teil sein, um einen Commons Fund zu gründen. Wir brauchen es auch für Wasser und für Luft und für digitale Informationen. Ich glaube nicht, dass Roboter zu besteuern eine Lösung ist. Wir sollten eine Steuer auf alle Informationen haben, die Amazon, Facebook und so weiter von uns nehmen für kostenlos. Wir sollten das besteuern. Und das Einkommen daraus sollte auf alle verteilt werden. Wir müssen es an alle geben. Und wenn wir das tun, dann sammeln wir das Geld für ein bedingungsloses Einkommen, Grundeinkommen. Danke. Mikrofon 4. Hi. Hi. Thank you for being here. Danke fürs Hier sein. Großes Vergnügen. Just recently, Sarah Wagenknecht was invited in a talk show about basic income and future of work. Grundeinkommen geredet. She's the leader of the German party, the left. Sie ist eine Anführerin der Partei Die Linke. She don't like the idea of basic income. Und sie sagt, mag das Idee des Grundeinkommens nicht. Sie hat zwei Argumente. She don't like it regarding emerging neoliberal power state. Also like weil the idea neoliberale of basic income. Kräfte das auch gut finden, zum Beispiel der CEO von Volkswagen und anderen großen Spielern. Zweitens hat sie gesagt, wenn wir zu einem Grundeinkommen kommen, dann verlieren wir als Gesellschaft viele Schutzmaßnahmen und soziale Benefits. Und was ist denn deine Reaktion darauf? Ich bespreche das in meinem Basic Income Buch auf folgende Weise an. Jede neue Idee in der Geschichte, besonders in sozialen Maßnahmen, wurde damals von Menschen begrüßt, die sagten, das wird irgendwas anderes bedrohen und das wird schlechte, negative Seiten, eine Nebenwirkung haben. Das haben sie über Arbeitslosengeld gesagt, über Familiengeld, und als es dann eingeführt wurde, war es dann plötzlich, wurden die Einwände gingen dann plötzlich weg. Und für mich habe ich mich das Folgende gefragt: Will ich diese Person oder die Person, die ich draußen auf der Straße treffe, will ich, dass diese Person die Grundsicherheit hat für Essen, Miete und um Klamotten zu kaufen, will ich das? Und da kann ich sehr leicht Ja sagen, natürlich will ich das. Erzähl mir nicht, dass das eine Bedrohung ist für was anderes, wenn diese Person dafür grundsätzliche Sicherheiten hat. Warum sind so viele Sozialdemokraten, die dieses Argument bringen? Ich habe da viele konfrontiert. Zum Beispiel auch einen großen Gewerkschaftsführer. Warum seid ihr denn so feindselig dagegen, dass Leute ein Grundeinkommen kriegen? Warum? Und der Mann, der da saß, der sagte, ich glaube, wir haben jetzt mal eine Kaffeepause, bevor irgendjemand das beantworten konnte. Und als wir zurückkamen, hat er gesagt, das lass uns mal zur nächsten Sitzung kommen. Und der Gewerkschaftsführer da hinten stand
stand auf und sagte, nein, ich glaube, wir sollten das beantworten. Und er sagte, weißt du, ich glaube, die Antwort ist, dass wenn Leute grundsätzliche Sicherheiten hätten, dann wären sie nicht von uns abhängig. Sie würden nicht einer Gewerkschaft beitreten. Und ich habe ihn gesehen und habe gesagt, stell dir einfach mal die Moral dahinter vor, was du gerade gesagt hast. Und die Moral ist, du willst, dass Leute Angst haben und unsicher sind, weil ihr was davon haben wollt. Aber du liegst auch falsch. Liegst folgenderweise falsch, weil Leute, die Angst haben und unsicher sind, die machen überhaupt nicht in Politik mit, die machen überhaupt nicht in der Gesellschaft mit. Die müssen über zu viele Sachen nachdenken. Wenn sie Grundsicherheit haben, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie für Rechte aufstehen und einstehen oder für die Umwelt oder dafür einfach gute BürgerInnen zu sein. Warum vertraut ihr Menschen nicht einfach mehr? Warum seid ihr so bürokratisch und vertraut Leuten nicht? Glaubt doch einfach, wir brauchen ein neues Verteilungssystem und sagt mir nicht, Neoliberalismus wird es zerstören. Die zerstören eh, was wir haben. Wir können das besser tun. Und wenn ihr das verwehrt, also nicht ihr, sondern Leute, die das sagen, ihr verwehrt Leuten die Freiheiten der Aufklärung, für die wir kämpfen sollten. Also seid nicht so negativ über diesen Menschen. Entschuldigung. Ich war ein bisschen wütend, aber sorry. Es gibt gute Gründe dafür. Eine Frage aus dem Internet. Es gab eine Volksabstimmung in der Schweiz über das bedingungslose Grundeinkommen. Es wurde abgelehnt. Was ist Ihre Meinung dazu? Nochmal, ich bespreche das ich habe in dem Referendum mitgemacht. Wir hatten kein Geld. Wir haben es geschafft, 125.000 Unterschriften zu sammeln auf der Straße. Die ganzen Banken haben gegen uns Geld ausgegeben. Wir waren echt gut dabei. Wir hatten 40% in den Umfragen. Und dann einer unserer Anführer, ohne unsere Erlaubnis, und hat ein Interview im Fernsehen gegeben. Wie viel soll es denn nun sein? Und er hat nicht gesagt, das sollte später entschieden werden, hat er gesagt, es sollten 2500 Schweizer Franken pro Monat sein, was nur für euch, was viel mehr ist, als man in den ländlichen Regionen der Schweiz verdient. In diesem Moment haben wir das Referendum verloren. Ich bin stolz, dass wir in Genf 38% bekommen haben. Dort habe ich Kampagnen gemacht und hatte nicht viel mit mir zu tun, dass wir dieses gute Ergebnis hatten, aber ich bin trotzdem stolz darauf. Das Beste an diesem Referendum war, heute in der Schweiz in Cafés und auf der Straße sprechen sie über das bedingungslose Grundeinkommen. Sie wissen, was es bedeutet. Ich habe eine Rede gehalten in einem großen Theater in Genf. Da waren hunderte Leute. Viele haben nicht mitgemacht in dem Referendum. Wenn es noch ein Referendum gäbe, würden wir gewinnen. Die Schweiz hat eine Geschichte von dass die ersten Volksabstimmungen selbst bei milden Ideen, bei nicht komplizierten Ideen verloren werden, aber im zweiten wird es gewinnen. Zweiten Referendum. Aber nicht 2500 Schweizer Franken.
Danke, Mikrofon 6. I think a lot of the ideas you presented here are like respected in the community and here on Congress, but how can we change the society, how can we change the mind of all the other people to also consider these ideas to transform to a new society? Auch über diese Ideen auch nachdenken. Ich glaube, das ist die größte Frage, die du fragen könntest. Ich glaube sehr, dass es an uns liegt. Das liegt wirklich an uns, PolitikerInnen haben Spaghetti als Rückgrat und unsere Aufgabe ist, diese Spaghetti zu verstärken und zu erklären, warum über das Unmögliche zu träumen, dass das zu einer Möglichkeit führt und dass es dann passiert. Ich glaube, dass wir mitmachen müssen, so wie wir es nur können. Ich erzähle dir ein Geheimnis. Gestern kam ein guter Freund von mir, ein Wirtschaftsprofessor, kennt man, hat mich kontaktiert, wir haben geredet und er sagte, Typ, warum verschwendest du deine Zeit, um nach Leipzig zu fahren? Am fucking 27. Dezember, wenn du dich entspannen solltest mit Weihnachten. Und ich sagte, John, das ist es nicht. Ich hoffe, dass nur eine Person diesen Raum verlässt mit mehr Energie und mehr Gedanken. Als wenn ich angefangen habe. Nur eine Person. Das wäre es schon wert, nach Leipzig zu fahren. Ich fühle mich mit Energie geladen. Ich hoffe, ihr fühlt euch energiegeladen. Das liegt an uns. Wir haben keine Entschuldigung für Zynizismus. Wir müssen die Trumps herausfordern. Wir können sie nicht gewinnen lassen. Für unsere Kinder und Enkel. Wir können sie nicht gewinnen lassen. Thank you very much. Vielen Dank nochmal. Ich glaube, Sie werden in der Gegend sein für mehr Fragen. Wir haben leider keine Zeit mehr. Ihr könnt die Fragen später direkt fragen und die werden eine lange Antwort bekommen.